Venezuela ist ein ausgesprochen vielseitiges Land. Die 2800 Kilometer lange Karibikküste des Landes hat dabei eine besondere Bedeutung für den Tourismus. Wir wollen die Insel Margarita kennenlernen. Für einen reinen Badeurlaub ist der Aufenthalt auf der Insel aber viel zu schade. Das Eiland besitzt vielfältige Landschaftsformen, die man bequem mit dem Auto entdecken kann. Am südlichen Ende der Playa El Agua befindet sich die ehemalige Residenz des Diktators Pérez Jiménez. Die Villa wurde umgebaut und dient heute den zahlreichen Touristen als Hotel. Das Gebäude besitzt einen landestypischen Baustil und wirkt nicht so monströs wie die großen Hotelburgen. Diese kleine und überschaubare Anlage haben wir für eine Woche als Unterkunft gewählt. Von der Villa führt eine kleine Treppe zum Meer. Der feinsandige Strand ist für Hotelgäste reserviert und mit Sonnenschirmen sowie Liegen ausgestattet. Im Schatten der Palmen steht während der Mittagszeit ein reichhaltiges Buffet für die Gäste bereit. An der Playa El Agua haben sich zahlreiche Strandhändler mit ihren Familien angesiedelt. Mit allerlei selbstgefertigten Souvenirs versuchen sie am Tourismusgeschäft teilzuhaben. Unmittelbar am Strand lernen wir Pedro, den Hutmacher, kennen. Das Material für seine Hüte besteht aus Palmwedeln, die er selbst aus den Baumkronen herunterholt. Dabei zeigt er eine ungewöhnliche Fertigkeit und klettert ohne Hilfsmittel die bis zu 10 Meter hohen Palmen empor. Die zahlreichen Badegäste, die Pedro voller Bewunderung zuschauen, wecken seinen Ehrgeiz und sofort demonstriert er mit einer akrobatischen Sondereinlage seine Kletterkunst. Auf der Insel Margarita hat sich Pedro mit seinen exotischen Hüten einen Namen gemacht. Die fantasievoll geflochtenen Hüte werden vor allem in den Urlauberzentren verkauft und sind bei Touristen als Souvenir sehr beliebt. Die Flechtkunst und die Fingerfertigkeit des Mannes sind bewundernswert. Palmen sind in tropischen Regionen der Erde weit verbreitet. Ihre Palmwedel werden schon seit ewigen Zeiten von Menschen genutzt. Besonders eignen sich Palmwedel zur Bedeckung von Wohnbauten. Aber auch Gebrauchsgegenstände wie Möbel und Matten werden daraus gefertigt. Heute wollen wir das Leben auf einer Finca kennenlernen. Für diese Besichtigung eignet sich am besten ein ortskundiger Chauffeur, der verschiedene Ansiedlungen kennt und Kontakt zu den Bewohnern aufnehmen kann. Wir besuchen eine Finca, in der neben Gemüse und tropischen Früchten auch Zuckerrohr angebaut wird. Die landwirtschaftlichen Produkte werden für die Selbstversorgung, aber auch zum Verkauf auf den Märkten produziert.
Zu unserem Erstaunen entdecken wir während des Rundganges auch zahlreiche exotische Tiere. Diese Papageien sind handsam und dienen dem reinen Zeitvertreib der Bewohner. Der Besitzer der Finca führt uns durch das Gelände des Landgutes und erzählt vom beschwerlichen Alltag. Neben Hühnern, Ziegen und Schafen werden in einem besonderen Gehege auch Schildkröten gezüchtet. Wenn sie so groß sind, dann kann man sie essen. Wie werden denn diese Panzer dazu stehen? Na Hacke. Ja, mit Machete. Oder mit Puschen. Immerhin kein Kongache, ne? Die Schildkröten dienen ausschließlich dem eigenen Fleischverzehr. Das Fleisch ist eine Delikatesse und wird nur zu besonderen Anlässen auf den Tisch gebracht. Das plötzliche Auftauchen einer Königsschlange flößt uns Respekt ein. Diese Boa ist aber kein Fleischlieferant. Sie ist der ganze Stolz des Hofbesitzers und wird von ihm gehegt und gepflegt. Hier werden Kokosnüsse von ihren Schalen befreit, die aber nicht als Abfall zählen. Die darin befindlichen Fasern nutzt man zur Herstellung von Seilen und Fußmatten. Das macht man normalerweise, damit sie böse werden, aber ich kann das nicht. Der Hahnenkampf hat in Venezuela eine große Tradition, obwohl er von Amts wegen unerwünscht ist. Viele Männer lassen sich davon nicht abbringen, und die Zucht von aggressiven Kampfhähnen wird immer noch betrieben. Etwas abseits auf einem Platz entdecken wir eine altertümlich aussehende Vorrichtung. Es handelt sich um eine Zuckerrohrpresse, die voll funktionsfähig ist und normalerweise von Zugtieren in Bewegung versetzt wird. Da sich zurzeit keine geeigneten Tiere auf dem Hof befinden, erklären wir uns bereit, diese Arbeit zu übernehmen. Es macht einfach Spaß, mit dieser altertümlichen Konstruktion den süßen Saft aus dem Zuckerrohr herauszupressen. Wer eine Abwechslung vom Strandleben sucht, sollte einen Ausflug in die Dörfer der Insel unternehmen. Am besten ist dafür ein ortskundiger Chauffeur geeignet, der die interessantesten Orte der Insel kennt.